Hey, Sotelion hier und wie im letzten Zero to Hero Video bereits versprochen, gibt's heute ein echtes PvP-Highlight. Meine Runde auf Shoreline, wieder nur mit einer Makarov und einer Bankrobber-Wespe. Ich habe ein bisschen schneiden müssen, um das Video hier auf Länge zu bekommen, aber es war wirklich Hochspannung. Ich hoffe, ihr könnt es nachempfinden in der Runde und ich wünsche euch jetzt viel Spaß erstmal mit dem Video. So, kriege ich jetzt was? So, und schon habe ich eine Attacke. Weniger als die Hälfte. Ganz hinten geht er runter. Da unten ist jemand. Das könnte aber noch weiter unten sein. Das ist Uni Construction. So, dann guck mal hier, ob wir einen Scav kriegen.
Da müssen jetzt gleich wieder zwei kommen. Wenn die die Leiche nie gesehen haben. Drehen sie vielleicht ab.
I'm alive! Oh. Oh, mein. Wie viel waren das jetzt? Waren das vier? Hier ist sogar noch Munition drin gewesen. Vier, fünf Kugeln. Okay. Das hätten wir erstmal. Der hat erstmal einen Rucksack für mich. So, ich brauche was, was ich verkaufen kann. Und ich muss was trinken. Ah, perfekt. So, dann nehmen wir seine Kopfhörer. Die sind besser. Warum ich die Euros wegwerfe? Weil ich im Moment Zero to Hero Runs mache. Das heißt, ich behalte das Zeug eh nie. Wenn ich sterbe, haue ich alles weg. Es geht nur darum zu überleben. Und wenn ich überlebe, kann ich das Gear, was ich mitnehme, behalten. Das ist Level 4 Helm, ne? Ansonsten nehme ich wirklich nur mit, was sich leicht tragen und gut verkaufen lässt. So, dann dritte Leiche noch. Na, schau mal an. Das machen wir so und das andere nehmen wir hier rein. Dann nehmen wir die noch mit. So, und warum ist noch raus? Tunnel, Path to Lighthouse. Lass mal gucken, ob der Sniper-Scav noch da ist. Wahrscheinlich hier zu sein. So, jetzt wo die unmittelbare Spannung erstmal raus ist, können wir auch wieder ein bisschen reden. Ihr habt es, denke ich mal, gemerkt, das war eines der intensivsten Raids an diesem Abhang, den ich seit einer ganzen Weile in Tarkov hatte, weil ich wirklich nicht wusste, wohin und keine Ahnung hatte, wie viele Spieler da auf einmal noch um mich rum waren. Letzten Endes waren es zum Glück nur drei und ja, irgendwie bin ich aus dieser Situation auch wieder rausgekommen, weil die drei viel zu vorsichtig meiner Meinung nach agiert haben. Sie hätten sich das durchaus leisten können, da einfach zu pushen und ich hätte keine Chance gehabt. Nichtsdestotrotz, es war ein wunderbarer Fight, was sehr selten vorkommt. Der Sound hat funktioniert, weil wir auch hier draußen sind und nicht in irgendwelchen Innenräumen und das macht natürlich das Tarkov-Feeling umso schöner. Ansonsten, ich bin im Moment sehr viel in Stalker Anomaly unterwegs, beziehungsweise in Stalker Gamma auf Twitch. Das macht sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen eine Abwechslung zu Escape from Tarkov. Wenn euch das gefällt, schaut euch rein auf Twitch. Ich bin immer wochentags ab 20 Uhr unterwegs. Und ansonsten sehen wir auch hier uns auf YouTube demnächst wieder mit dem einen oder anderen Content. Und keine Sorge, auch mit Tarkov geht es weiter, auch wenn jetzt eine kleine Pause vielleicht ein bisschen einzieht. Irgendwann gibt es ja den nächsten Vibe. Und spätestens dann geht's wieder los. Also, ich wünsche euch was, macht's gut und bis demnächst.